Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Sprichwörter haben Macht. Sprichwörter graben sich ins Gedächtnis ein. Mitunter liegen sie schwer im Magen, besonders die, die man von Kindesbeinen an gehört hat. Sie sitzen unvergesslich in einem fest. Sich regen bringt Segen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Manchmal waren es kluge Lebensweisheiten, manchmal auch ziemlich fragwürdige, mit denen uns Eltern und Großeltern ihre Vorurteile eingetrichtert haben. Vielleicht ist die Zeit der Spruchweisheiten, die in den Familien weitergetragen werden, vorbei. Aber auch unsere Zeit ist voller Sprüche, die Werbeflächen sind voll davon oder man kann sie auf Postkarten kaufen. Es gibt offensichtlich den tiefen Wunsch, Lebenserfahrung auf den Punkt zu bringen. Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Es ist ein merkwürdiges Sprichwort, das im Predigtext für den heutigen Sonntag vorkommt und das sich die Israeliten im babylonischen Exil damals weitergesagt haben. Vermutlich hatten sie dabei Kriegsbilder vor ihren geistigen Augen, Erinnerungen an einen sinnlosen Krieg, der das Volk Israel die Heimat gekostet hatte. Es waren damals die Landesväter, die Könige Judas, die saure Trauben gegessen hatten. Sie hatten geglaubt, dass sie sich durch einen Krieg von der Vorherrschaft der Babylonier befreien könnten. Das kleine Volk Israel gegen das große Babylonien, eine wahnsinnige Idee, die dazu führte, dass viele Israeliten nach dem natürlich verlorenen Krieg nach Babylon deportiert wurden. Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Ich stelle mir die Israeliten im babylonischen Exil vor, wie sie sich dieses Sprichwort weitergesagt haben, was ihnen vielleicht dabei geholfen hat, ihr Schicksal zu deuten. Wir leiden unter den Fehlern unserer Väter, die Sünden der Vergangenheit werden an uns in der Gegenwart heimgesucht. Eine Deutung, die vermutlich nicht nur vor 2600 Jahren vorgenommen worden ist, sondern immer wieder in der Geschichte der Menschheit vorgenommen wird. Schließlich ist es ja eine Tatsache, dass eine Generation oft die Suppe auslöffeln muss, die die vorherige Generation ihr eingebrockt hat. Eine Tatsache, für die sich nicht nur Bilder aus dem politischen, sondern sicherlich auch aus dem persönlichen Bereich finden lassen. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Kann man allen Ernstes etwas gegen ein Sprichwort haben? Noch dazu, wenn dieses Sprichwort Jahrtausende alte Menschheitserfahrungen widerspiegelt? Ja, man kann, wenn man Hesekiel heißt und das Wort Gottes weitersagt. Mit seinen Worten wendet Gott sich gegen dieses alte Sprichwort. Er widerspricht nicht seinem Wahrheitsgehalt. Gott lehnt das Sprichwort aber wegen seiner Wirkung ab. Er kann und will es nicht mehr hören, weil er weiß, was dieses Sprichwort mit den Menschen macht. Es macht sie mutlos. Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Je öfter man es sich sagt, desto mehr glaubt man nämlich daran. Und irgendwann deutet es nicht mehr nur die Vergangenheit und Gegenwart. Irgendwann wird dieses Wort zu einer Prophezeiung, zur Ansage einer Zukunft, gegen die man ja doch nichts unternehmen kann. Eine Zukunft, in der es eben immer so sein wird, dass die Väter Fehler machen, die die Kinder ausbaden müssen. So ist es eben, sagen sich die Väter und machen weiter wie bisher. So war es ja schon immer, sagen sich die Kinder und fügen sich in ihr Schicksal. So muss es aber gar nicht sein,
sagt Gott ihnen allen und rüttelt sie wach. Zuerst die Väter, damit sie nicht auf die Idee kommen, als wäre es ihre Bestimmung, saure Trauben zu essen und Fehler zu machen. Danach die Kinder, damit die sich nicht mutlos hinter diesem Spruch und den Fehlern ihrer Väter verstecken. Denn siehe, alle Menschen gehören mir. Die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Mit diesen Worten beerdigt Gott dieses alte Sprichwort. Als Ansage für die Zukunft hat es ausgedient. Für die Zukunft von Vätern und Söhnen, Müttern und Töchtern gilt etwas anderes. Vor Gott ist jeder Mensch selber für seine eigenen Sünden verantwortlich. Vor Gott ist jeder Mensch selber dafür verantwortlich, aus seinen Fehlern etwas zu lernen und neu anzufangen. Viele verschiedene Bilder kommen mir in den Sinn, wenn ich an diesen Gottesspruch denke. Ich sehe zuerst den Propheten Hesekiel, wie er die mutlos lethargischen Kinder Israels im Exil wachrüttelt und ihnen klarmacht, dass sie sich nicht mehr hinter den Fehlern ihrer Väter verstecken sollen. Es ist nicht mehr deren Schuld, dass ihr keine Hoffnung habt. Es ist eure eigene Trägheit, die euch mutlos macht. Nehmt euch zusammen und nehmt euch den Gedanken zu Herzen, dass jeder Mensch zu jeder Zeit von seinen Fehlern umkehren kann. Über so etwas freut sich Gott mehr als über alles andere. Ich sehe auch uns selber, uns als Söhne und Töchter, wie wir uns frei machen, sowohl von den Fehlern als auch von den Ansprüchen unserer Eltern. Es ist unser eigenes Leben. Gott will, dass wir unsere eigenen Wege gehen, unsere eigenen Fehler machen und unsere eigenen Umkehrschlüsse wagen. Ich sehe uns als Väter und Mütter, wie wir lernen, unsere Kinder gedanklich freizugeben, wie wir sie ihre eigenen Wege gehen lassen und wie wir uns selber frei machen von dem Gedanken, als seien wir als Eltern für immer verantwortlich für alles, was unsere Kinder tun. Es sind nicht nur unsere Kinder, es sind auch Gottes Kinder. Am Ende, irgendwann, werden auch sie sich selber vor Gott für ihr Leben verantworten müssen. Gott will uns sehen, ganz persönlich, kein Abziehbild. Er will, dass wir leben, frei und verantwortlich und uns nicht verstecken hinter irgendwelchen Weisheiten. Der frühe Vogel fängt den Wurm, mag schon sein, aber ich entscheide, ob und wann ich diesem Antreiber folgen will, ein, zwei Gänge runterschalte oder auch mal zu der Überzeugung komme, der frühe Vogel kann mich mal. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.